Jo Leute, hier heute mal mit einem Anschlussvideo. Das habe ich jetzt direkt nach meinem Magitek extra Tindosen-Opening gemacht. Ihr könnt es ja mal gucken, ob ihr es findet und dann anschauen. War ein ziemlich recht guter Pull, aber das seht ihr jetzt wahrscheinlich eh nochmal wegen Let's Collect. Okay. Ich sortiere hier mal jetzt die Karten und ja, dann laber ich mal ein bisschen. Ich habe jetzt jeden Tag ein Video. Ich habe sehr, sehr viele Vorräte. Ich kann euch auch mal zeigen, wie viele ich vorrätig habe. Es sind, glaube ich, ungefähr 30 Stück oder so, die ich vorrätig habe als Videos. Weil ich einfach einmal alle runtergeladen habe, damit mein Handy, ja. Ich filme mit dem Handy, die es noch nicht wissen. Am Anfang habe ich zur Kamera gesagt, aber ich habe immer eigentlich Handy gedacht. So, dann hätten wir das eigentlich auch schon sortiert. Fanfavoriten noch. So. Und ja, das wär's dann auch. So, mal. Mit der Zeit. Keine Ahnung. Okay. Ja. Dann nochmal zur Tindose. Die hat 8,99 gekostet. Im Laden. Also ich würde sie nicht bestellen. Da kommen fallen nämlich meistens noch Versandkosten an und so. Und das finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Weil es dann doch, weil man dann noch mehr bezahlen muss als wirklich. Der es verkauft, der bezahlt natürlich nicht mehr. Auch die Versandkosten halt. Aber die kriegt er halt auch noch bezahlt wieder. So, jetzt muss ich mega fette Kartenstapel zur Seite räumen. So, jetzt hole ich mal die Sammelmappe hoch. Das nächste Mal muss ich mich natürlich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Ich wollte einfach jetzt nur ein Anschlussvideo machen. So, wo sind die zwei Puzzleteile? Hä? Hier waren gerade noch zwei Puzzleteile. Doch, da. Nein, eins war's. So. Ist auch ein Sammelmappen-Update. Hier. Puzzlekarten alle voll, auch fast alle doppelt. Ich glaube, bis auf eins habe ich alle doppelt. Okay, dann kommen wir mal zu den Basekarten. Muss ich jetzt direkt mal gucken. Ich sag euch dann, wenn was fehlt. Ich zeige euch natürlich immer, wenn ich geguckt habe, nochmal die Seite. Hier. So, da hat jetzt nichts mehr aus dem Stapel gefehlt. Und ja, hier, da fehlt mir noch ein Augsburger. Und da habe ich sonst den Rest ganz voll. Hier fehlt mir keiner mehr, da habe ich alle voll. Hier fehlt mir noch der Freiburger, den ich vorhin gesehen habe, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass der mir noch fehlt. Ja, Höfler. Geil, 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 geil. Jetzt habe ich Freiburg voll. 466. Normal mache ich so Updates nur mit Jim. Früher habe ich es natürlich auch ohne ihn gemacht, aber ja, keine Ahnung. Macht mit ihm keinen Spaß mehr, so richtig. Keine Ahnung, also. Dann habe ich die Seite auch voll. Da fehlt mir ein Gladbacher. Hatte ich den auch gezogen? Keine Ahnung. Schauen wir direkt mal nach. Lukas Rupp, den habe ich. Julian Korb, den habe ich. Julian Korb habe ich schon 5-mal doppelt. Und jetzt ist es das 6. Mal. Also, Misch. Und dann habe ich die hier auch noch voll. Kommen wir zum Kapitänen. Da fehlt mir nur noch die 509 auf der einen Seite. Andere Seite bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich die überhaupt voll habe. 1, 11. Nee, die war da jetzt nicht dabei. Andere Seite, Kapitän, habe ich alle komplett. Dann Rookies, habe ich die Seite komplett. Und die anderen auch. Kommen wir zu den Fanfavoriten. Habe ich voll und da auch, aber da ist keiner dabei, das ist Schäfer und Ronny. Da fehlt mir nur noch, wie heißt da, keine Ahnung, wie jetzt heißt. Sondern hier, das ist Fanfavorit, habe ich auch alle doppelt, alle, nicht doppelt, Matchwinner. Hier habe ich nicht so viel Glück, ich habe mehr Glück mit Hattrick-Helden.
Und dann hier für Kroketrick hält doppelt. Wenn ihr wollt, bitte. Also, wenn ich das Video hochgeladen habe, bitte demnächst mich direkt anschreiben. Okay, dann habe ich hier 1, 2, 4, 5, 6. 6 Trickeln. 3 fehlen mir noch. So. Dann kommen wir jetzt zur Superkarte. Bundesliga. Limitierte Auflage. Kartennummer L23. Da haben wir 18, 19, 20, 21, 22, 23. Direkt in der Mitte. Man braucht, um diese Sammlung voll zu haben, ja auch die Meisterschale und so. Ist das jetzt eigentlich normal? Ist es bei euch auch so, dass die da so am Rand so ein bisschen so abgenutzt ist? So. Ist das bei euch auch? Keine Ahnung, ich denke mal eigentlich nicht, oder? Schreibt mir doch mal. Mensch. Okay. Wenn das jetzt wirklich ein Fehler dann wäre von Tops, dann fände ich das ganz schön doof. So, das war dann heute auch mal mein Mappen-Update. Sag ich jetzt mal. Ja, es folgt, glaube ich, vielleicht doch kein so Mega-Update. Da brauche ich nämlich Hilfe dazu. Ich feiere bald meinen Geburtstag nach, weil ich ja meinen Arm gebrochen hatte und deshalb konnte ich nicht das machen. Und dann mache ich das vielleicht mit meinen Freunden. Ich kann nichts versprechen. Da wird dann wirklich alles gezeigt. Jede Karte ist wahrscheinlich auch mehrere Parts, weil es nicht reicht. So, okay. Den habe ich doppelt. Für Kroketrick hält. 57 Angriff. Total Loser. Wirklich. Okay, aber das war's dann heute auch schon wieder von mir. Ich verabschiede mich und sage, morgen geht's oder nachher geht's weiter mit Bundesliga Chrome als Osterspecial und Sammelmappen-Update. Okay, danke fürs Zuschauen. Euer Tiki Bau. Nochmal danke. Ciao.